Eine Minute später steht ihr allesamt in eurem Besprechungsraum. Der mondsilberne Drachentöter. Verloren haben wir mehr oder minder. Nein, sagen wir mal im Sack. Ich denke, besser wird's von hier aus nicht. Jetzt hat aber niemand in Erfahrung gebracht, wo dieses Eders eigentlich liegt, oder? Ja, wir kümmern uns darum, wenn wir nicht mehr der Meinung sind, dass das Schiff gleich untergehen könnte. Und ich habe einen fantastischen neuen Begleiter. Schaut ihn euch an. Ist der nicht der Herzallerliebst? Nicht der Punkt. Jedenfalls, ich glaube, er hat gerade den Tisch essen, Boltax. Nein, mach das nicht aus. Nun, besser den Tisch als irgendetwas Lebendiges. Aber vielleicht bringen wir besser diese Katzen vorher raus. Wir haben keine Katzen auf dem Schiff. Natürlich haben wir Katzen auf dem Schiff. Warum? Ich dachte, die wären mittlerweile alle fort. Warum sollten sie fort sein, Jala? Weiß nicht, aber ich habe sie seit Wochen nicht gesehen. Vielleicht sollten wir diesen Hund in seiner Kabine schaffen. Vielleicht sollten wir diesen Hund wieder an Land setzen. Wenn Schiffskatzen gefressen werden, dann bin ich auch weg. Das wird er nicht tun. Schaut einmal. Was für ein Lieber. Schaut euch seine Augen an. Könnte er je ein Wässerchen trüben? Ihr solltet ihn vielleicht mal abziehen. Ja, Mann, das kannst du auch mit raus. Die hab ich gar nicht gesehen. Zurück zum Thema, meine Herren. Schafft die Töle hier raus. Ja, nein. Jetzt sind die Katzen hier draußen. Jetzt können wir nicht auch noch den Hund hier rausbringen. Jedenfalls. Durch Greifenmund. Ohne Schiffskatzen setze ich nicht in Segel. Ja, die Katzen sind doch noch hier. Hm? Keine Sorge. Wenn der Hund die Katzen anfällt, werde ich ihm persönlich den Hals umdrehen. Nein, das wirst du nicht. Schnauze. Lässt du den Hund für die restliche Fahrt bei Gornach? Ich werde ihn ausfüllen. Das ist eine gute Idee. Ein Hund für Gornach. Jedenfalls. London hatte einige andere Namen im Sinn. Einige, die wir entweder noch nicht kennen, oder mit denen wir vielleicht dringend reden sollten. Nicht zuletzt natürlich Sahnin. Die andere Sahnin. Aber, und ich erinnere mich noch an Dachmani. Welchen meinte er? Es gibt ja mehrere. Ich vermute Ruban. Ruban. Ist das nicht der, der dieses seltsame Nicht-Dämonen hier Djinnenschiff steuert? Nein. Ruban ibn Dachmani ist einer der größten Helden und auch Händler der Thulamidenlande. Ja, man nennt ihn auch den Rieslandfahrer. Klingt aber sagen, bei euch? Er war im Riesland, verdammt nochmal. Oh. Das Handelshaus Dachmani ist mir bekannt. Und er hat unserer Unternehmung 20.000 Dukaten gespendet. Nun, dann wird es entweder schwerer oder leichter, doch ich werde ihn dazu zu bringen, unserem Unternehmen persönlich beizuwohnen. Ich meine, sein Sohn kommandiert die Solman al-Nasuri. Ah. Oh, das ist dieses Djinn-Schiff. Das also würde ich auch gerne sehen. Das müsste Rafik sein. Dieselbe Familie. Rafik ibn Dachmani. Aber ich weiß jetzt nicht, wen er meinte. Richtig, wir haben sogar eine Einladung, sollten wir mal wieder in Kunchom sein. Hervorragend, dann setzt dies auf die Liste von Punkten, die wir abklappern müssen. Und dann, er sagt irgendwas von Zarstrand. Ich hatte den Vornamen schon vergessen. Hat mir auch nichts gesagt, der Name, habe ich mir nicht gemerkt. Ich dachte mir auch, wir sollten versuchen, eine Liste zu machen mit all diesen Archen, die er erwähnt hat. Ja, warum nicht? Meint ihr Latvenia von Zarstrand? Das war's, Latvenia, hat er gesagt. Kennt ihr die? Tja, das ist halt so die Sache, wo ich sage, lasst euch nicht mit denen fertig sein. Also es gibt halt Effert-Geweihte und dann gibt es noch die Effert-Brüder und Schwestern. Ah. Und die sind vollkommen wahnsinnig. Ja, ich hatte die Bekanntschaft. Nun, es kann nicht schaden, zumindest mit der Frau zu reden. Wo hat der Effert-Bund, da haben die Effert-Brüder mittlerweile ihren Sitz? Die sind aus Avena, nicht wahr? Ursprünglich. Tja, keine Ahnung, die sind, bringen den gerechten Zorn Efferts an die Perlenmeerküste. Ein Laienorden, nicht wahr? Ja, richtig beknackt. Wir sind in etwa so ein Laienorden, wie die Zornesritter ein Laienorden sind. Die Störrebrands finanzieren die. Und vielleicht wenden wir uns dann an Störrebrand. Bestimmt kann man uns dort in die richtige Richtung stoßen. Zumindest sind die Schiffe von denen gut, die haben Schivonellas. Und wer ist dieser Pietrov oder wie er hieß? Klingt wie ein Bornländer. Das müsste Pietrov Holmen sein. Ah, Pietrov, genau. Ein bornischer Seeheld, ja. Ich habe gehört, im Bornland ist es kalt. Das schwarze Eis rückt jedes Jahr weiter voran. Festum hungert, immer noch. Oder mal wieder, je nachdem, wie ihr es sehen wollt.
Dann müsstet ihr wahrscheinlich nach Nersand oder sowas, aber... Nach Nersand müssen wir sowieso. Wieso denn das? Das hat was mit den Visionen zu tun, die Jarlan, die Greifenmund hatte. Auch. Und wenn ich mich nicht täusche, wird in Nersand das Effathorn verbaut. Ah. Nee, das Effathorn ist doch in Valusa, oder nicht? Dies ist meine Kenntnis. Ich, Ach, das sind alles bornische Dörfer für mich. Nun, in Nersand... Kommst du nicht von da, du Idiot? Bist du... Also, sehe ich hier nicht aus wie ein Bornländer, Aswulf? Was ist denn, wenn ich dich einen Nostrianer nenne? Du haust mir aufs Maul! Halt die Schnauze. Schnattermaus ja, direkt neben Valusa. Was ist denn Valusa? Eine Hafenstadt. Eine Hafenstadt im Süden. An der Ostküste. Ah. Ja, da haben wenigstens noch die Zwerge das Sagen. Oh, das ist eine gute Stadt. Es ist dieser Tag ein wenig angenehmer dort. Das sind Festungen und seit die weißtrumische Grenze sicher ist, sind auch die Überfälle ein wenig erträglicher geworden. Nun, Mendena, die Küste ist jetzt in Hafaxland, so ich weiß. Nun, mit Hafax kann man ja verhandeln. Und das Land, aus dem ihr kommt, liegt direkt daneben, Jarlan? Das Land, aus dem ich komme, gibt es nicht mehr, Boltax. Nun, das Land wird es bestimmt noch geben. Vielleicht nicht mehr die politische Zusammensetzung des Landes, wie es früher war. Nein, Boltax, auch das Land gibt es nicht mehr. Aber reden wir nicht darüber. Ist es versunken? Nun, Nersand, Valusa, alles einen Bereich, wir werden einen Aufwasch machen. Ich hoffe, dass ihr nicht vorhabt, mit Hafax einen Bund zu schließen. Natürlich nicht. Nun, natürlich nicht. Aber wo wir gerade dabei sind, wir sollten... Mal eine Lügenprobe. Ich habe nicht vor, Deals mit Hafax zu machen. Ja, ich habe auch noch nie einen Deal mit Hafax gemacht, wie dir sicherlich auffallen wird. Das haben nur wir gemacht. Ja, du warst nie dabei. Von daher, ich habe auch nicht vor, Deals mit Hafax zu machen. Weil er ist der Verschlagenste von der ganzen Truppe. Hafax gewinnt immer. Jedenfalls nein, aber wir können uns darauf verlassen, dass wir eine stille Duldung erfahren, sollten wir uns in der Nähe von Mendena aufhalten. Nun, und Lolonna ist sicherlich nicht die Sympathie in Person, aber er ist insofern ein komfortabler Verbündeter, da er keinen Wert darauf zu legen scheint, dass wir uns offiziell Verbündete nennen. Aber trotzdem aktuell in unserem Sinne handelt. Und was da das wir angeht. Bereits einen gemeinsamen Gegner, Feind, wie auch immer haben. Nichtsdestotrotz ist es sicherlich vorteilhaft für uns, wenn ihr nicht erwähnt, dass wir mit Lolonna im Bunde stehen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Nun, wir stehen nicht mit ihm im Bunde. Wir haben lediglich Informationen ausgetauscht. Natürlich. So sehe ich das auch. Kein offizielles Dokument, kein Bund. Nun, also, das Bornland, Kunchom. Wir sollten einen winzig kleinen Abstecher nach Maraskan machen. Was wollen wir dort? Nun, wir könnten schauen, wie es um den Widerstand dieser Tage bestellt ist. Abenteuer. Das Arsenal in Boron haben wir schon ausgeräumt, aber Jergan dürfte noch gut bestückt sein. Ihr habt doch diesen Bund mit Sani, ne? Rathal. Haben wir. Die Hedre sitzt doch hier, wo sitzt sie denn? Die muss doch irgendwo hier sein. Das ist doch ganz in der Nähe hier. Zeigt auf die Karte. Irgendwo hier drüben, ich bin nicht ganz sicher. Jedenfalls, ja, man hat sie ins Fürstprotektorat abgeschoben, Man war der Überzeugung, sie hat nicht hinreichend viel Widerstand geleistet, als ihr Vater sein altes Schiff gekapert hat. Sie hat es jemand gegeben. Nun, das ist eine Möglichkeit, es zu sehen. Ja, wir wissen ganz genau, wie das abgelaufen ist. Nichtsdestotrotz zahlt es sich gegenüber der Flottenadmiralität aus, die Sache ein wenig differenzierter zu betrachten. Also ich bin ja dafür, wir segeln nach Torwall und holen uns doch irgendwie 50 Otters. Torwall ist weit weg, Kasswolf. Torwall wollen wir mit denen? Na, mit aufnehmen. Und Otters sind nicht hochseefähig. Was? Ihr segelt schon immer relativ nah an der Küste, da hat er jetzt nie Unrecht. Also, aber du bist doch die blutige See gewohnt. Du hast doch gesehen, wie wir teilweise ein Deck weit ins Unwasser einsacken. Was glaubst du denn, was mit so einer flachen Otter passiert? Die säuft einfach ab. Mit Mann und Maus. Du säufst ab mit Mann und Maus. Ja! Können wir vielleicht auf eine Otter unterwegs auf die ursprüngliche
Abenteuer. Diskussion bringen. Vielleicht setzen wir erstmal unseren nächsten Kurs. Jedenfalls, ich wollte nur kurz erläutern, dass wir einiges an guten Hinweisen gewonnen haben, wen wir noch einspannen können. Wir haben dann noch einen sehr wichtigen Hinweis bekommen. Dieser Pirat sagt uns, dass der Zauberkönig Mordor Bahamut rufen will. Nun, das ist ja nun wirklich nichts Neues, oder? Wussten wir. Wer ist dieser? Ihr wisst schon, wer. Er ist ein Dämon, nicht wahr? Nein, es ist mehr als ein Dämon. Er ist ein Titan, eine Kreatur, die selbst nur die Götter konnten sie unterwerfen und sperrten sie ein. Es ist also ein Dämon. Zurück zum Plan. Kein Dämon. Deswegen ist auch Nersand nicht gleich Valusa, denn der Sohn der Ersäuferin soll in Nersand liegen. Nee, andersrum. Die tiefe Tochter, oder die Ersäuferin, aber sie heißt tiefe Tochter. Wisst ihr, von wem sie die Tochter ist? Von Bahamut. Das stimmt wohl nicht ganz, aber... Verdammt, willst du meine Sagen und Legenden anzweifeln? Ja, ich will es. Ich weiß ganz genau, dass er der Vater von ihr ist. Nun, das heißt, er ist noch mächtiger. Von diesen Geschichten existieren oft verschiedene Versionen. Und nun ja, letztlich sind all diese Verwandtschaftsverhältnisse wohl nur der schwache Versuch des menschlichen Geistes, sich die Beziehungen zwischen überderischen Wesenheiten zu erklären. Ich denke, es kommt nicht darauf an. Sie stehen in irgendeiner Beziehung zueinander, da sie beide, nun, unsere schöne See verseuchen. Ich denke, das sollte für uns genügen. Danke. Rütteln an den Pforten Alvarans, ja. Wie ich das verstanden habe, ist es bei dem Ding, was sie wecken wollen, dessen Namen ich jetzt absichtlich nicht sage, weil es sonst immer so wehtut im Kopf, ist nicht allein darum geht, dass es die See verpestet. Mehr, dass es die See zersetzt. Es zerstört sie. Ja. Ist mir egal, was es macht. Polygon will es haben, also kriegt er es nicht. Und sein Beiname ist der Landverschlinger. Das heißt, sein Erwachen wird das Jahr der Fluten einleiten. Und ich bin nicht sicher, ob wir es verhindern können. Er ist der Vater aller Seeungeheuer. So wird er betitelt, weiterhin. Und dann wird ihm gar nicht gefallen, was wir das jetzt mit seiner Brut gemacht haben. Können wir zurück zum Tagesgeschäft kommen? Ja, richtig. Wir wollten doch noch Boltags Vulkaninsel besuchen. Ja. So meinen das. Und dieses Edas. Wenn das hier in der Nähe ist, würde ich dort wirklich gerne hin. Gut, Zodamin, Boltags. Ihr werdet an Land gehen und euch ein wenig umhören. Findet heraus, wo Edas ist und wie wir da hinkommen. Also, ich weiß, wie ich zur Vulkaninsel komme. Nicht die Insel Edas. Ach so, gut, ja, natürlich. Ja, jetzt. Nun los! Ich komme lieber mit, nicht, dass euch noch jemand überfällt von zum Beispiel irgendwelchen Effertgeweihten, die uns aus unerfindlichen Gründen nicht mögen könnten. Nehme meinen Hundi mit. Soll was von der Stadt sehen. Oh. Ich begleite euch auch mal. Ich weiß zwar nicht, ich kann meinen Finger nicht drauflegen, aber irgendwie gefällt mir die Stadt. Oh, und vielleicht kommen wir nochmal an diesem Zwinger vorbei und können den armen Mann retten, der dort gefangen ist. Ach, den solltest du lieber vergessen, Boltax. Naja. Was für einen armen Mann? Wir haben einen Mann jämmerlich weinen und um Hilfe flehen gehört. Er war in der Kammer, aus dem dieser Eferdi hinausgetreten ist. Und habt ihr ihm geholfen? Nein, weil wir gerade einen Hund kaufen waren. Und warum habt ihr ihm nicht geholfen? Weil wir gerade einen Hund kaufen waren. Das wäre wohl diplomatisch nicht opportun gewesen, aber habt ihr wenigstens gefragt, warum sie ihn gefangen halten? Naja, ich habe ja auch nicht gefragt, warum die Piraten zusammengeprügelt haben. Die werden schon ihre Gründe haben. Man fragt nicht. Das lernt man doch schon von klein auf. Was fragt man einfach nicht? Bitte. Wer nicht fragt, erfährt auch nichts. Natürlich bekommt man oft Gegenwind, wenn man fragt, aber wenn man es nicht versucht, dann... Nun ja. Wollen wir darüber jetzt diskutieren oder Nein, uns erst erkundigen, geht. Wo dieses Edas ist? Gut, wenn ich nur länger als unbedingt nötig in diesem Kaff bleiben muss, wächst mir noch irgendein Pilz aus dem Ohr. Oh, welche Art von Pilz? Lass einmal sehen.
Nein, da ist kein Pilz. Oh, komm, Boltax, nimm deinen Hund mit. Wie nennst du ihn denn jetzt überhaupt? Oh, darüber muss ich noch eine Nacht schlafen. Aber ich habe da ein paar fantastische Ideen. Ich bin kurz davor, mich von einem Tempel zu stürzen. Zorbrosch oder Karengrosch oder Braschk. Ein guter zwergischer Name. Aber vielleicht nehme ich auch etwas mit Bezug zum Element. Wassersabara oder... Ja, ich weiß noch nicht so genau. Oh ja, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. So tretet ihr aus eurer eigenen Kapitänskajüte, blickt euch etwas an Deck um. Der Blick zum rauchenden Leuchtturm, der zwar nicht brennt, aber immer noch so ein bisschen schwelt. Die verpestete Stadt, das schwarze Wasser, die vielen verschiedenen Insekten und die Mangrovensümpfe um euch herum. Mit einem missmutigen Blick wollt ihr wirklich wieder nach Charypso reingehen. Irgendetwas im Inneren zerbricht wohl, irgendein Geschrei, irgendwelche Frauen, die kreischen und irgendwelches dreckige Lachen von Piraten. Nun, vielleicht können wir uns diesen unerfreulichen Ausflug schenken. Lass uns doch erstmal unseren neuen Navigator befragen. Warum nicht? Ich hatte sowieso vor, mir zusammen mit ihm schon mal die Kursrichtung Syrak zu planen. Ja nun, das klingt ganz gut. Dann sollten wir das tun. Gut. Hey, Mann! Kapok, gut, dass wir euch treffen. Ja, Mann. Wir wollten gerade zu euch gehen. Ja, gut. Wir haben nicht vor, uns hier allzu lange aufzuhalten. Unser nächstes Ziel ist ein Ort namens Edas, der nicht allzu weit entfernt sein soll. Könnt ihr uns den auf der Karte zeigen? Ja, Mann. Edas ist hier, zwischen Altair und Charypso, aber großes Tabu. Tabu? Verboten von Schamanen. Ich nicht viel wissen, weil ich mein Stamm, aber da großes Tabu. Und Altair sowieso, weil Drachen. Was, Drachen? Ja, Mann. Auf wem hast du das gehört? Das wissen jeder. Wenn wir das überleben, können wir dort Drachen jagen gehen. Also nach dem, was wir wissen, soll dort auf jeden Fall ein mächtiger Magier residiert haben. Das könnte vielleicht erklären, wieso eure Schamanen vor diesem Ort warnen. Wie es jetzt allerdings dort zugeht, wissen wir nicht. Wisst ihr da mehr? Vor einigen Jahren, großer Magier, Galotta in Altair. Böser Mann. Den meinen wir nicht. Galotta? Hier im Süden? Mann. Wieso war er denn hier? Davon habe ich auch noch nie etwas gehört. Wenn ich mich nicht täusche, hat Galotta in Brabak Unterschlupf gesucht nach seiner Verbannung. Ja, Mann, und in Alanfa auch, aber Galotta war auch in Altair. Und Altair brannte. Ja, und dann kam Borbrat. Ja, Mann, aber alles geheim. Nun, das klingt, als würde sich nur vor Ort Näheres herausfinden lassen, oder? Was denkt ihr? Großes Tabu. Es klingt auf jeden Fall interessant. Insbesondere, weil wir Borbrat ja auch bei meiner Revision der Vergangenheit gesehen haben. Und ich bin immer noch nicht sicher, wo genau uns das hinführen soll. Aber wenn ihr denkt, dass es uns irgendwie helfen kann, sollten wir uns das ansehen. Wie weit denkt ihr, ist es weg von Charypso? Ja, 2 Tagesreise, Mann. Wenn ihr mein Tempo geht, Mann. Aber wir brauchen Macheten. Mann. Ja, also Macheten werden wir bekommen. Schummel. Ja, Mann. Oh. Was wolltet ihr sagen zu Lamin? Und ich wollte fragen, ob er dieses Tabu zu sehr fürchtet, um uns dorthin zu bringen, oder ob das in Ordnung geht. Viele Träger von hier fürchten. Ihr könnt keine Reisbauern ziehen, ja? Ihr müsst tragen eure Sachen selbst oder mit Tiere, aber Tiere haben auch Furcht vor Tabu. Können wir nicht zumindest ein Stück weit diesen Fluss hinauffahren? Das ihr nicht wollt. Lehmbraun, Flusslauf. Viele Schwärme von Fliegen. Zumindest können wir irgendwo vielleicht hier an der Küste anlegen. Das Schiff sollten wir nicht mehr hier in dem Hafen lassen. Nein, Haswolf wird das Schiff nehmen und sich ein paar Meilen vor der Küste aufhalten. Haswolf, böser Mann. Er hat geflucht, wegen ihr nicht bezahlen wollt, weil ihr geizig. Er ist ein wenig jähzornig, aber er ist gewiss kein böser Mann. Ah, und niemand von uns ist geizig. Ich bitte dich also wirklich, so etwas über einen Menschen oder einen Zwerg zu sagen, das gehört sich nicht. Gut, packt eure Sachen, wir brechen morgen früh auf. Nun, Jalan...
und dann wieder in Flussdelta, ja? Nach Idas, genau. Ja. Wenn ihr den Weg kennt, Karpok, kommt ihr mit. Ich sage, das ist gefährlich. Ich würde lieber nehmen Straße von Karupso nach Edas. Nach Altair aber. Dann nehmen wir die Straße. Dann nehmen wir die Straße von Karupso nach Edas. Ihr solltet bezahlen Eppertkirche machen. Das weiß jeder an der Landfahrt. Wir zahlen nicht doppelt. Ich glaube, dafür ist es zu spät mittlerweile. Also, wenn wir morgen früh aufbrechen wollen, sollten wir jetzt früh schlafen gehen. Soll Karpok euch begleiten? Karpok wird uns begleiten, ja. Ja, Mann. Er kennt schließlich den Weg. Ich bin nicht gänzlich im Bilde, wie wir mit Werkzeug ausgestattet sind. Sollten wir uns noch um Macheten kümmern oder haben wir so etwas vorbereitet? Wir haben selbstverständlich einige Macheten an Bord. Wunderbar. Wir sollten nur vielleicht die Mannschaft nicht unbedingt wissen lassen, dass wir Dinge aus der Waffenkammer entnehmen. Und vielleicht wir kaufen noch Ziege für Opfer. Und dann kaufen wir noch eine Ziege fürs Opfer. Wem opfern wir eine Ziege? Den Göttern, damit sie ihre Augen von uns abwenden. Ist ja merkwürdig. So etwas habe ich bisher nur von den Achas gehört. Melamin, wir brauchen den Mann. Wenn es ihn beruhigt, ist es das wohl wert. Wie gesagt, großes Tabu, Mann. Ja, das hattet ihr erwähnt. Also ich nehme Mira mit, die kann eine ganze Menge Sachen tragen. Dann früh schlafen, Mann. Sind die sicher, Raphim, dass wir genug Nahrungsverpflegung für Mira auf den Weg auftreiben können? Ihr könnt doch jagen. Nun, ich weiß nicht, was hier lebt. Und zum anderen dachte ich eher an Wasser. Hier viele Maden und Käfer und Ameisen. Keine angemessene Umgebung für einen Bären, denkt ihr nicht? Ihr habt leider recht. Denn ich nehme an, diese Umgebung ist ihr selbst so wesensfremd, dass sie sich nicht einmal selbst ernähren könnte, wenn es drauf ankäme. Fiems Kajüte ist auch nicht die optimale Umgebung für einen Bären. Na, Fiems Kajüte, kommt aber einmal am Tag jemand vorbei und wirft ihr etwas Fleisch hin. Mein Hund nehme ich mit. Also mir macht eher das Wasser Sorgen, ehrlich gesagt. Ja, wir sollten alle genug... Karpok, 2 Tage, sagst du? Ja, Mann, hin. Gut, jeder sollte genug Wasser für mindestens eine Woche mitnehmen. Halte ich auch für einen guten Plan. Gut, ich mache mich dann auf den Weg. Wenn ich denke, dass alle irgendwie einen Peil haben und besprechen mit Hassel schon mal den Plan. Also einfach, dass er sich... Wir werden jetzt ablegen, ein paar Mal vor der Küste ankern und morgen setzt er uns dann wieder an Land und verzieht sich dann wieder. Okay, das heißt, die warten und tauchen wann wieder auf? Wir werden dann vom Land aus einfach ein Leuchtsignal geben, eine grüne Kugel. Okay, mit einem Flimflam von Abimir. Genau. Ich würde vorher noch beim Alchemisten vorbeischauen und sowas wie Mürbelstein sorgen gegen Moskitos. Ja, Moskitosalbe. Sehr gut. Da hat jemand aufgepasst beim letzten Mal. Auf Maraskan. Ist ja nicht so, dass... Ja, Abelmir war ja nicht auf Maraskan, aber... Egelschreck. Genau, Egelschreck passte. Ah, ich hab damit kein Problem. Ich erinnere mich nur daran, dass das Zeug einem Charisma zieht. Nee, ich hab den Trank getrunken. Den Trank des unbeschwerten Weges. Den du eigentlich für Cesario Paligan haben wolltest? Ja, aber den hab jetzt ja ich. Ja, also okay. Ich muss mir in der Natur keine Sorgen machen, dass ich da zurechtkomme. Da passiert nichts. Ja, nimm mir mal bitte die regeltechnischen Auswirkungen von dem Trank. Ja, ich kann dorthin treten, wo ich möchte. Ich komme überall hin, wo ich möchte. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich durch Felsen oder ähnliches gehen kann. Das ist ein anderer Zauber. Ja, richtig. Wohl aber, dass die Natur mir gesonnen scheint. Also du wirst nicht von Mücken gestochen, du versinkst im Sumpf nicht. Und genau, sowas. Findest automatisch mal den festen Pfad. Richtig. Gut, dann könnt ihr euch vorbereiten und Egelschreckpaste in Auftrag geben. Das ist natürlich kein Problem. Nicht unbedingt Alchemie aus dem Handgelenk, aber bekommt ihr hin. Aber... Ansonsten nehmen wir halt 7 Tage harte Rationen mit, also ja. Schiffszwieback. Ja. Und jeder 14 Liter Wasser, die natürlich mit Dünnbier verschnitten sind. Beziehungsweise mit Schnaps. Ja. Oder mit Schnaps oder mit Wein. Der Koch wird das schon abmessen können. Ich tue auch keine Fußnägel rein, keine Sorge. Ja, weil das macht er im Grunde jeden Tag, denn du kannst reines Wasser ja nicht trinken. Genau. Genau, also denkt dran, dass wir alle mit mindestens 20 Kilo wegbeladen sind, bevor ihr irgendwas anderes mitnehmt.
Man hat noch irgendwie eine Machete für jeden und dann wird's sportlich. Ich werde zumindest meine Rüstung, denke ich, hier lassen oder irgendwie nur das Kettenhemd in dem Bündel noch in den Rucksack stecken. Ich nehme keine Machete mit. Kein verarbeitetes Eisen. Ja, Boltags halt. Ja, aber Lohne muss ich wohl zurücklassen, sonst wird das alles zu schwer. Wir könnten ein paar mehr von diesen Ziegen kaufen und sie mit Wasserfässern bepacken. Ich denke nicht, dass eine Ziege ein Fass tragen kann, aber mit Schläuchen auf jeden Fall. Mit Schläuchen, ja. Dann können wir auch einen Esel kaufen. Okay, es schadet nicht. Ja. Den können wir auch gleich Mira mitnehmen. Den Esel können wir vor allem auf halber Strecke essen. Richtig. Das ist eine Idee, ja, okay. Das ist nicht verkehrt. Wir werden besorgen wir da Esel ist zu Pferde ähnlich. Ich glaube nicht, dass es Lastziegen gibt. Es gibt Lasthunde, aber das fände ich jetzt wieder nicht so cool. Was ist die Umrechnungsweise für hier diesen getragenen Gewicht in Kilogramm? Du kannst deine Körperkraft in Stein tragen ohne Behinderung. Ja, genau. Aber das ist irgendwie ein dummer Wert. Egal. Ja, dann wenn wir jetzt einfach alle bemühen, uns nicht zu überladen, denke ich, dass Frosty uns schon nicht runterzauen wird. Hier 25% über sind plus 1 BE. Ja, aber das macht halt mit den von DSA vorgeschlagenen Gewichten noch keinen Sinn mehr. Dann. Gut, Frage in die Runde. Habt ihr Rüstung an? Und wenn ja, Wie ist mein Gefühl? Ist es zu schwer, wenn ich das Kettenhemd als Bündel in den Rucksack packe? Bestimmt. Also wenn du es jetzt nicht anziehst, dann wird das zu schwer. Und dann lasse ich es hier. So einfach ist das. Dann schneide ich mir nur den Kürass um, weil der ist leicht. Also ich habe von meiner Rüstung keine BE, also würde ich sie anziehen. Ja, und die BE kommt ja halt nicht an. BE habe ich von den Kettenhemd auch nicht. Gewichte. Also ich schneide weg, der Kürass wiegt glaube ich irgendwie ein Kilo oder so, oder eineinhalb. Den werde ich mir umschnallen, so Conquest Adoles-Style, und dann nutze ich das. Ich habe auch bloß eine Lederrüstung, insofern. Ich glaube, ich habe mich bis jetzt nicht behindert. Ja, ich ebenfalls Leder-Kombi. Also ich ziehe meine Platten aus dem Schildkrötenpanzer auf jeden Fall aus. Das ist mir nämlich viel zu schwer.